Gameplay Time mit und von MarcyXD. Servus, hallo, ich bin's, MarcyXD. Ganz genau, und willkommen zu einem neuen Video. Und heute gibt es endlich, seit einer halben Ewigkeit, eine neue Ausgabe von Epic Gameplay Time. An dieser Stelle möchte ich mich natürlich entschuldigen, dass ich mir ein bisschen Zeit gelassen habe, aber dafür gibt es heute was richtig Fettes, denn es ist in Black Ops 2 auf der Karte Raid in Bodenangriff Herrschaft ein richtig fettes KD-Gameplay, nämlich ein 200-plus-Kills-Gameplay, um genauer zu sein, ein 200 und ein Kill zu 0, sprich ohne einen einzigen Tod. Und das Ganze habe ich natürlich nicht erspielt, denn dafür bin ich ein bisschen zu ungeduldig. Nein, das Ganze kommt vom lieben Energize Hits Gameplays Only, der beste Sender für krasse Gameplays vielleicht auf YouTube. An dieser Stelle möchte ich mich natürlich bedanken. Seinen Kanallink findet ihr in der Beschreibung. Und er hat natürlich auch eine Strategie verfolgt. Er hat einfach ein richtig hübsches Team dabei gehabt, vielleicht ein paar Clan-Kollegen vom AMP-Clan. Und er hat den Gegnern einfach die A-Flagge überlassen. Selber wurde die C- und B-Flagge eingenommen. So hatte man die Gegner immer ein bisschen im Schach. Und klar, bei dem Gameplay muss man defensiv spielen, denn ich meine, 200 Kills ohne einen einzigen Tod, das ist mit, ich sag's mal so, mit sinnlosem Rushen ist es eigentlich teilweise echt unmöglich zu schaffen. Und darum hat er auch die AN-94 genommen. Ich meine, damit sollte man natürlich auch defensiv spielen. Eine gute Waffe auf Range. Und ja, so ist dieses wirklich hübsche, aber seiner Meinung nach auch schon alte Gameplay entstanden. Naja, so viel dazu. Jetzt kommen wir eigentlich zu dem wahren oder zu dem echten Inhalt des Videos. Wie wahrscheinlich schon sehr viele von euch wissen, kommen dieses Jahr, also im Jahre 2013, richtig viele coole Games-Titel auf uns zu. Das liegt wahrscheinlich an der neuen Konsolengeneration, sprich die Xbox One, die zufällig gestern vorgestellt wurde, oder natürlich auch die PlayStation 4. Aber wenn man sich das Ganze genauer anguckt, ist es eigentlich so, dass jedes Jahr ziemlich interessante Spiele rauskommen. Aber ich weiß nicht, dieses Mal ist es vielleicht so, dass einfach die Spiele so cool, so besonders sind. Es sind teilweise Spiele dabei, die 5 Jahre Entwicklung durchgemacht haben, oder Spiele, wo man schon die Vorgänger in seiner Kindheit gespielt hat, wo dann auch ein bisschen Nostalgie mitspielt, oder vielleicht auch ein paar Games, die jedes Jahr neu rauskommen, aber jetzt endlich mal hoffentlich eine neue Engine bekommen. Vielleicht weiß ja der eine oder andere, worauf ich hinaus möchte. Auf jeden Fall hat mein Kommentatorenkollege, das ist der nette Cynix, ein Video über seine Must-Have-Games 2013 gemacht, über seine Games, auf die er sich am meisten freut, auf die er am meisten wartet. Er hat mich ein bisschen inspiriert, und da sich unsere Geschmäcker auch ein bisschen unterscheiden, dachte ich mir, mache ich auch mal so ein Video. Sein Video findet ihr auf jeden Fall, wenn ihr interessiert seid, in den Videoantworten. Und ich meine, wir verschwenden am besten gar keine Zeit und wir legen jetzt los. Ja, okay, wir kommen jetzt am besten gleich mal zu dem Spiel, worauf ich mich am meisten freuen werde. Oh, ich liebe es einfach. Und das ist auch ein Grund, wieso ich in der letzten Zeit so wenig hochgeladen habe, denn mein PC-Alltag sah wie folgt aus. Wer ist Ihre allergrößte Gangster? Tanz, junge Dame. Tanz für mich. Tanz für mich. Ja, ja. Mein Hobby ist es, Stripperin zu schlagen. Na, komm her. Oh, ich will dich aber schlagen. Hey, wer schlägt mich hier? Willst du mich schlagen, Digga? Komm her. Bam! Alter, ich bin so eine Maschine. Level. Ha, ihr könnt nichts machen. Ich hab Schmerzmittel auf Pro. Ja, ihr seht schon, GTA San Andreas, der Vorgänger. Ich habe ihn vor vielen Jahren gespielt und jetzt tue ich es wieder, diesmal auf dem PC. Und es ist einfach wirklich gottgleich. Das Spiel macht so viel Spaß, die Abwechslung. Mal ehrlich, es ist besser als jedes COD und ich bin gerade mittendrin. Ich zock's immer noch regelmäßig, denn es ist einfach so genial, das GTA-Universum. Und ja, der Nachfolger, GTA 5, okay, nicht der Nachfolger, der neueste Teil. GTA 4 ist ja auch noch dazwischen, ist auch genial. GTA 5, ich freue mich einfach so drauf, im September ist es soweit, und ich finde einfach cool, es sind auch Parallelen zu den alten GTA-Spielen dabei, zum Beispiel die Gang von dem CJ, die Green Homies, die Groove Street, die sind dann auch wieder im neuen GTA dabei, da ist sogar der Dunkelhäutige ein Mitglied davon, ich weiß gerade den Namen nicht, sorry,
Ich bin einfach wirklich begeistert, ich freue mich riesig drauf und ich glaube, es wird auch meinen Kanal ein bisschen beeinflussen, denn ich habe wirklich tierisch Bock drauf, GTA-Videos zu machen, denn ich finde, mit GTA kann man so viel anfangen und wenn dann wirklich jetzt einige von euch kommen, no, das ist wirklich scheiße, wir wollen kein GTA sehen, wir wollen COD sehen, dann kann ich das echt nicht verstehen, denn ich meine, GTA, das muss eigentlich jeder, zumindest jeder Junge schon mal gespielt haben und das Spiel ist einfach in meinen Augen traumhaft und ist eigentlich auch super zum Kommentieren oder allgemein zum Spielen gedacht, Montagen, alles ist eigentlich möglich in dem Spiel. Darum wird sich mein Kanal, glaube ich, im September auch ein bisschen auf Grand Theft Auto ausrichten. Ihr könnt mir ja noch schreiben, ob ihr ein bisschen so für zwischendurch mal GTA San Andreas sehen wollt. Oh, denn GTA 5, oh, sagen wir es einfach so, ich freue mich riesig drauf und hoffentlich, oder es wird auf jeden Fall, es wird ein geniales Spiel. Ich kann es eigentlich nur euch versichern. GTA ist richtig, ist einfach eine geile Serie. Egal, weg mit dem Hype, ich bin hier schon wie so eine kleine feuchte Frau. Jetzt kommen wir zum nächsten Spiel. Und zwar ist es, um es kurz zu halten, ja, COD Ghost. Ich hype es dieses Jahr nicht, aber es interessiert mich trotzdem, wie mal diese vielleicht neue Engine aussehen wird. Man hat ja schon hier einen Schäferhund, der super toll neu modelliert wurde, gesehen. Aber bisher, ja, hypen tut's mich nicht, aber ein bisschen freue ich mich schon, denn ich meine, MarsiXD, COD-Kanal, wird auch in Zukunft so bleiben und mit einem neuen interessanten COD, wo vielleicht mal ein bisschen was anderes dabei ist, vielleicht wird sich dann meine Interesse doch noch ein bisschen oder wird mein Interesse mal wieder ein bisschen mehr an diesem Spiel wachsen. Bleiben wir in der Shooter-Szene vertreten und gehen jetzt zum nächsten über, und zwar Battlefield 4. Battlefield 3 war ein Top-Spiel, natürlich vernachlässige ich es ein bisschen, aber wenn jetzt beispielsweise in Battlefield 4 wirklich ein Kinomodus vorhanden ist oder das Spiel eigentlich immer noch so interessant ist wie Battlefield 3, dann hat es wahrscheinlich auch einen Stammplatz auf meinem Kanal und ich werde es auch mir auf jeden Fall holen, auch wegen der Grafik, dann wahrscheinlich eher auf dem PC, weil das dann einfach viel hübscher aussieht, dann auch mit den mehrfachen Spielern, wobei vielleicht wird es auch auf der PS4 oder auf der Xbox möglich sein, mehr Spieler zu haben als jetzt hier damals in BF3. Man hat es ja gesehen, auf dem PC läuft man mit 64 Spielern rum und auf der Konsole ist es gerade mal mit der Hälfte, was ich dann schon ein bisschen schade finde. Aber ansonsten, Battlefield 4, ja, klar, fette Grafik, Women, Fahrzeuge, alles Mögliche, gucken wir einfach mal. Aber ich bin mal gespannt, wie die es so machen werden, ob sie jetzt auch den, ja, ich nenne es mal so, den COD-Trend verfolgen, sprich jedes Jahr ein neues Battlefield oder dann doch wirklich sich Zeit lassen. Bisher ist es ja nicht so, ich glaube, BF3 erschien jetzt vor 2 Jahren, von daher geht's eigentlich. Dann kommen wir jetzt zu der nächsten Sache, ein Spiel, das auch mit Hunden zu tun hat, wie der Schäferhund in COD Ghosts, und zwar geht's um Watch Dogs. Das hat auch ein bisschen was mit GTA zu tun, man könnte meinen, es ist ein GTA-Clone, zumindest ist es, soweit ich weiß, auch ein Open-World-Game, jedoch hat's was ganz Spezielles, nämlich man ist als Hacker unterwegs, man kann seine gesamte Umwelt beeinflussen, es ist eine leicht futuristische Stadt mit viel Technik, man ist ein Hacker, man kann sich sozusagen alles erhacken, man kann Leuten das Geld vom Konto abziehen, man kann einfach mit der Umwelt agieren, den Zug irgendwie manipulieren oder irgendwelche Gegenstände, die halt durch irgendwelche Computer verbunden sind, kann man dann benutzen. Also da guckt euch am besten mal den Trailer an, bevor ich hier sinnlos herumbrabbel. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich interessantes Spiel, wo auch die Grafik wirklich wow aussieht. Darum freue ich mich echt riesig schon drauf. Und jetzt zu guter Letzt ein Spiel, da spiele ich momentan immer noch den aktuellen Teil, was teilweise ein bisschen peinlich ist, aber eigentlich auch nicht, denn das habe ich auch schon in meiner Kindheit gespielt, und zwar ist es Pokémon X and Pokémon Y, Pokémon X und Y, der neue Teil mit der neuen Generation. Hoffen wir mal, dass dieses Mal die Pokémon hübscher aussehen. Okay, ja, ein bisschen kindisch bin ich schon, aber ich meine, Pokémon, das ist einfach was Besonderes. Ich meine, Pokémon ist das beste Spiel für unterwegs, wenn man einen Nintendo DS hat, wobei dieses Mal wird es ja nur auf dem Nintendo 3DS funktionieren. Dafür würde ich mir sogar extra einen neuen Handheld kaufen. Dafür ist das Spiel wirklich Bombe, denn ich meine, Pokémon, da steckt echt teilweise Liebe drin. Und ich bin echt mal gespannt, wie das Ganze so aussehen wird. Soll ja auch diesmal einen ganz anderen Style haben, also immer ein bisschen, ja, ein bisschen bessere Grafik, dann jetzt nicht mehr diese Vogelperspektive, denn es soll jetzt schon eigentlich dreidimensional aussehen. Und sonstiges anderes Zeug wird da auch noch
dabei sein, aber guckt euch einfach mal die Trailer an. Ich werde auch ein paar Trailer in die Beschreibung packen und jetzt kommt ihr noch ins Spiel, denn ich will mal eure Spiele wissen, auf die ihr euch extrem arg freut. Schreibt mir am besten eure Top 5 oder eure Must-Have-Games 2013 in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren. Natürlich gibt es auch noch Titel wie beispielsweise Assassin's Creed, Black Flag, worauf ich mich eigentlich auch riesig gefreut hätte, aber mittlerweile ist es so, dass ich einfach mit den ganzen Assassin's Creed-Teilen nicht mehr nachkomme. Jedes Jahr kommt ein neues, ich habe jetzt schon die letzten zwei gar nicht mehr gespielt. Ich finde es ein bisschen schade, aber ja, die fahren dann wirklich schon die Schiene wie in Call of Duty, meine ich. Denn das Spiel ändert sich im Grunde genommen, ja, Story ist wirklich Bombe, aber eigentlich ändert sich so das Spielprinzip nicht wirklich arg, aber trotzdem muss es ja nicht gleich ein schlechtes Spiel sein, nur ich komme gerade nicht ein bisschen mit, die produzieren mir sozusagen ein bisschen gerade zu viel, aber das ist natürlich nur meine Meinung. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich eine Bewertung dalassen. Und ja, das war's. Das war's mit der Epic Gameplay Time Ausgabe vom Mai. Und wir sehen uns beim nächsten Video, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Mein Hobby ist es, Stripperin zu schlagen.